passt auch ganz hervorragend dieses Thema, was sind unsere Grundwerte, und der ganze historische Kontext sehr schön in diese Reihe. Kulturstadt Potsdam wie auch Montre Potsdam sind ja die Vereine, die sich darum bemühen, die Hinterlassenschaft der deutschen Teilung zu überwinden und Perspektiven für die Zukunft aufzubauen und Gräben aufzubrechen, alles, was man so mit dieser Skizzierung umreißen kann. Insofern freuen wir uns, dass wir so eine gemeinsame Veranstaltung mit Ihnen heute machen werden und wollen Ihnen gerne zuhören. Sie sind ja bekannt aus vieler Ihrer politischen Arbeit. Das Grundgesetz war als Provisorium und Transitorium, so Theodor Heuss, der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, gedacht. Ausdrücklich vermied man das Wort Verfassung. Meine Damen und Herren, die Formulierung, das Grundgesetz sei die beste Verfassung, die es jemals auf deutschem Boden gegeben habe, ist schon etwas abgegriffen. Aber sie ist, glaube ich, dennoch richtig. Bester Beleg dafür ist die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu einer stabilen, freiheitlichen, rechtsstaatlichen, sozialen Demokratie. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz hat sich, wie der Verfassungsrichter Paul Kirchhoff einmal formulierte, in 60 Jahren als Charta unserer neu gewonnenen Freiheit, als Gedächtnis der Demokratie bewährt. Indem es die Macht des Staates begrenzte und die Rechte des Bürgers sichern half. Indem es das Nichtstrittige, den Wertekonsens hervorhob und damit dem politisch-parlamentarischen Kampf einen festen Rahmen gab, hat es der Demokratie in Deutschland eine neue Chance eröffnet. Man kann sagen, das Grundgesetz war und ist das Gerüst, die Säule, das Fundament für die freiheitliche, rechtsstaatliche, soziale Demokratie Bundesrepublik Deutschland. Und weil das so ist, haben wir, glaube ich, allen Grund, uns im Jahre 2010, 65 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 20 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands, über unsere Verfassung zu freuen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Frage des Staatsbürgers in Uniform wird ja auch durch die Gesellschaft bestimmt. Also ist es auch eine Frage, eine Bringepflicht der Gesellschaft gegenüber diesen Streitkräften, ihren Streitkräften. Ich habe mit dem Gedanken der Abschaffung der Wehrpflicht und der Rückstufung auf eine Berufsarmee meine ganz persönlichen Probleme. Ich finde die Idee nicht gut, obwohl ich weiß, dass es mit Blick auf die Wehrgerechtigkeit, wo wir eben nur einen Teil der Jugendlichen, der Männer einziehen können, das auch dicht an die Frage der Verfassungsmäßigkeit geht. Aber solange das nicht zwingend notwendig ist, würde ich nicht plädieren für die Abschaffung der Wehrpflicht. Wir haben von Christian Heinze, einem Potsdamer Künstler, ganz symbolhaft die Kinnicker Brücke ausgewählt, eine Radierung. Unser aller Symbol für die deutsche Einheit, und möchten Ihnen die als Erinnerung, als Dankeschön mitgeben. Ja, danke.